Ja, herzlich willkommen zurück auf Twitch, wollte ich gerade sagen, bei Gran Turismo. Twitch, warum habe ich keine Anzeige, welches Spiel du hast? Du hast ja sonst immer das Cover dabei. Aha, okay. Ich bin noch am Überlegen, was wir genau machen. Im WTC, ja, müssen wir noch, ich weiß. Wo ist denn der? Den will ich mir mal angucken. Frage ist. In unter einer Minute soll es das schaffen. Da gibt es nämlich eine Trophäe für. Nachmittag mit Niederschlag, jawohl. Ich und Niederschlag. So, gucken wir uns das mal an. Boah. Habe ich ja nie. Nie im Leben. Mal gucken. Welche Regionen wir kommen. Gut, da habe ich aber mit mehr gerechnet. Oh, komm schon! Ja, genau. Zack. Machen wir dem Ghost das nach. Das bedeutet üben, üben, üben. Wie, wie, wie. Naja, eine halbe Sekunde schon mal.
abgeknabbert in unserer Zeit. Boah. Ärmel hochschieben, die Nerven an der Stelle, wo sie da unten hängen. Hier in der Kurve hat das nicht geklappt. Gerade in der letzten Kurve, vor Startziel, da hat das geklappt. Einfach sliden. Komm schon, ich sag gerade noch, da hat's geklappt. Ja, ist klar, dass du jetzt vor mir bist, Ghost. Ich habe ja nichts an Geschwindigkeit dabei gehabt. Ach, was ist das denn hier? Und ist mich scheinbar lernresistent, der Herr Croft. Hallo. Ja, schon mal runter 1,5. Das zeigt, wir können uns da noch verbessern.
Echt jetzt ein dummer Hund? Absolut falsch in die Kurve reingefahren. Schon wieder vollkommen falsch. Zu spät in die Bremse gekommen. Thank you.
sah einen Moment gut aus. Er sah einen Moment lang gut aus. Austragen lassen. Ah. Ja, das ist klar. Ach komm schon, was mache ich denn jetzt hier? Okay, brauchen wir da eine Runde, um reinzukommen. Jetzt klappen die einfach komisch und nicht mehr. Hör doch auf, Mann. Lass es sein. Nein! Oh. Das, die letzten 10 cm der scheiß Kurve hier. Gerade. Nein, ist doch nicht wahr. Wartet mal eben. Den Pulli muss ich ausziehen. So, es wurde nämlich langsam warm im Pulli. Jetzt gehen wir hier weiter. Schon, mach doch mal gescheit, Mann. Ist ja nicht wahr, sowas.
Hey! Hinter mir! Ab hinter mir! Komm schon. Die Corvette Z8, ist das nicht die, die wir letztens in der Lotterie gewonnen haben? Da wollte ich was ausprobieren, hat aber nicht ganz geklappt. Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr.
Ich habe die schnellste Runde. Der Ghost ist doch vor mir. Ach, bestimmt, weil ich Neustart gemacht hatte. Ich war nämlich meinen schon schneller. Aber scheiße, dass er dann nicht die schnellste Runde erhält. Haben wir eigentlich hier schon die Sektorenzeiten gemacht? Jetzt gar nicht. Mal schauen. Streckentraining? Nein, aber noch nicht. Fahren wir natürlich mit einem anderen Auto, ist ja klar. Jetzt sollte ihr Ziel Silber sein oder besser, alles klar. Na dann. Sind ja nur 700 Hundertstel bis Silber und über eine Sekunde bis Gold. Thank you.
war bis auf die letzte Kurve richtig gut. Hundertste über Gold. Bleib auf der Strecke. Schon. Meine Fresse. Das war ja nicht mal meine Bronzezeit gerade. Habe ich das am Ende verkackt? Die Freunde sah es noch richtig gut aus. Ja. Alles klar. Moment. Mm-hmm.
Hamster haben wir schon mal. Eine Sekunde bis Silber. Silber kommt immer näher. Nein! Ah! Doch nicht wahr hier. Oh, wie habe ich das denn da gerade gemacht? So weit von Silber entfernt und keine Sekunde von Gold. Den ersten Versuch. Nicht schlecht. Ganz knapp über unsere eigene Zeit.
Silber. 159 Hundertstel vor Gold. Hinter Gold. Habe ich von Lasten gedrückt. Und da haben wir Gold. Jawohl. Also wenn wir Gold holen würden, würden wir auch die Trophäe holen. Zeit her, weil ich auf jeden Fall schneller wie eben mit der Corvette. Meine Fresse, was habe ich denn hier gemacht?
jeden Fall wieder was gesteigert. Credits gemacht. Dann ja, Leistung maximal 550, 5 Runden. Fehlstart hören und was? Seit wann gibt es keine fliegende Runde? Was ist das für ein Kappes hier? Das ist einfach nicht gewohnt mit stehendem Start. Gott. Irgendwie hatte ich das Gefühl, die waren auch noch alle ein Stück stärker wie wir. So, haben wir hier schon Streckenergebnis gefahren. Jo, einmal. Gibt aber verschiedene. Komm schon! Ich bin nicht an die Mauer gekommen. Hey, willst du mich verarschen? Sind auf jeden Fall schon mal näher ran gekommen.
Was? Immer noch nicht. Noch knapp drüber über Bronze. Jetzt müsste die Bronze aber da sein. Jawohl. Sind ja Meilen. Meilen weit weg von der geforderten Zeit. Und das schon für Bronze. Na gut, wir sind auf jeden Fall näher rangekommen. Irgendwie mag ich die Strecken hier nicht. Diesen scheiß Betonmauern an der Seite. Das ist halt Japan. So, langsam hoch. Aber wie gesagt, irgendwie haben wir schon. Wir haben zumindest mal angefangen.
knapp drüber. Halbe Sekunde. Sehr schön. Die haben wir beim letzten Mal zumindest nicht geholt, die Bronzene. So, jetzt können wir einen Rundenangriff wagen. Gucken, ob wir behalten haben, was wir gelernt haben. Ich bräuchte schon wieder eine Sonnenbrille. Nein! Genau das Stück haben wir gerade geübt gehabt. Boah, komm schon. Auf, Mann! Boah, das war knapp. Oh, 1,8 Sekunden. Junge, Junge, da müssen wir aber kräftig schneller werden.
War der Ghost schon wieder da? Hatte ich richtig gesehen? Tatsächlich. Nein! Ach komm schon! Ach komm schon! Ach nö, ist doch nicht wahr. Das Spiel mag mich nicht mehr. Jedenfalls hat das Game gesagt, jetzt ist Schluss mit lustig. So leicht machen wir es dir nicht mehr. Wir haben die Bronze, jawoll. Über 4 Sekunden bis Silber allein. Streckenmeister, Trophäe erhalten. Das heißt, wir haben jetzt 15 Strecken, diese Streckensensoren, Prüfungen erledigt. Da haben wir jetzt eigentlich 649.000 wieder. Okay. Oh, hier sind ja richtig viele Rennen. Vier Stück haben wir schon abgeschlossen. Oder bestritten, wie man es will. Abgeschlossen. Das ist die Strecke, die wir für die Superlizenz noch machen müssen. Da wollte ich nur für einen Fahrermarathon mal eben
so schnell ein paar Runden drehen, also die Kilometer fahren, und habe dann gesagt, ja komm, machst du das auf der Superlizenzprüfung, waren ja noch 3 offen, bevor die Hauptprüfung losgelassen wurde. Ja, und die habe ich dann mal eben geschafft. Ich habe offline gemacht. Und diese Strecke hier, die ist halt die Abschlussprüfung. Aber im Nassen und mit einem hochgezüchteten Porsche, der am Schleudern ist, hoch 3. Dadurch habe ich da so meine Probleme. Knapp über Silber. Knapp über Silber. Das war jetzt nicht mehr knapp über Silber. Ah, jawohl, jawohl. Ups. Moment mal. Nee.
Bronze. Bronze. 300, also im Moment 37.900. Direkt Bronze. Ach komm, einmal probieren wir es noch. Mal. Wieso war ein Gauss auf einmal vor mir? Ich fand, ich hätte die Kurve gar nicht so schlecht gemeistert gehabt. Und dann kommen wir aus der Kurve raus und blub, ist der Gauss vor uns. Was? Ich wollte gerade sagen, knapp über Bronze habe ich 31,0 Sekunden gegeben. Nein, war am Bronze. Geld. Schön, das gibt wieder Geld. Ach nee, wir müssen einen Rundenangriff noch machen. Thank you.
Ich habe da hinten das Zielungsgewehr erwartet. Ich habe echt gedacht, wir müssen noch 2-3 Sekunden fahren. Jetzt sind wir ja gar nicht so weit weg davon. Wie ich selbst gedacht und vermutet hatte. Ist doch nicht wahr mit dem Ghost. Ist doch irgendwo geskriptet, da, um dich anzuspornen. Hier, dein Ghost ist besser wie du. Wenn ihr seht, es gibt scheinbar Passagen, die liegen ja da während der Fahrt besser, hier bin ich während der Fahrt. Das ist noch nicht wahr. In der letzten Kurve. Du doof, Aiden. Du doof. Was hinter uns bleibt, bin ich zufrieden. Damit kann ich dann leben.
haben die Bronzen. Und damit wieder Money, Money, Money. Tausend, wunderbar. Ja, und das ist noch ein schöner Abschluss für den Stream. Daher verabschiede ich mich an dieser Stelle. Oh, wir gehen noch einmal kurz in die Garage, gucken, was für ein Ticket wir bekommen haben. Oder was wir fürs Ticket bekommen. So, zum Abschluss. Mein Tuning-Teil von anpassbarer Computer für den BMW, für den M4 Safety Car. Ah ja. Ja, wie gesagt, ich beende den Stream an dieser Stelle. War schön, dass ihr dabei wart und euch das Ganze auch auf YouTube nochmal angesehen habt. Bis dann. Wenn es die nächste Folge gibt, sage ich Arrivederci, winke, winke und goodbye. Euer, dein Aiden Croft. Und nicht vergessen, weder teilen, liken, noch kommentieren oder abonnieren. Das ist alles ja nicht so.